Volk. Und einig wollen wir handeln. Ja, ja, einig. Einig. Wir haben stets die Freiheit uns bewahrt. Nicht unter Fürsten bogen wir das Knie. Freiwillig wählten wir den Schirm der Kaiser. Frei wählten wir des Reiches Schutz und Schirm. So steht's bemerkt in Kaiser Friedrichs Brief. Denn herrenlos ist auch der Freiste nicht. Ein Oberhaupt muss sein. Ein höchster Richter, wo man das Recht mag schöpfen in dem Streit. Doch Gewaltherrschaft ward nie von uns geduldet. Eine Grenze hat Tyrann. Wenn der Gedrückte nirgends Recht kann finden, wenn unerträglich wird die Last, greift er hinauf, getrosten Mutes in den Himmel und holt hinunter seine ewigen Rechte, die droben an, unveräußerlich und unzerbrechlich wie die Sterne selbst. Der alte Urstand der Natur kehrt wieder, wo Mensch dem Menschen gegenübersteht. Zum letzten Mittel, wenn kein anderes mehr verfangen will, ist uns das Schwert gegeben. Ja. Der Güter Höchstes dürfen wir verteidigen, gegen Gewalt. Wir stehen vor unser Land. Wir stehen vor unsere Weiber, unsere Kinder. Wir stehen vor unsere Herrschaft.